Meine Damen und Herren, es war im letzten Herbst und in Sens. Sens liegt im Niederburgund, gute 100 Kilometer südöstlich von Paris. Es ist eine kleine Stadt mit einer berühmten Kathedrale, welche einen der reichsten Domschätze Frankreichs birgt. In jenem Domschatz habe ich etwas gesehen, das mich sehr beeindruckt hat. Es waren zwei Tapisserien. Sie waren zwar nicht ein Viertel so groß wie jene der Dame à la Licorne im Musée Cluny von Paris. Auch sujetmäßig waren sie von geringerer Bedeutung als jene. Aber die Ausführung war unvergleichlich viel schöner, duftiger und nuancierter. Doch dies wäre wohl kaum ausreichend Anlass dafür gewesen, dass sie mich so nachhaltig beeindruckt haben, wie es der Fall gewesen ist. Es waren ihre Bordüren. Auf deren grünem Grunde waren in goldener Schrift ein oftmals wiederholtes Monogramm CB und eine kurze, zwischen die Monogramme eingefügte Devise eingewoben. Der Wächter, den ich um Auskunft bat, sagte mir, dass es sich um die allseits anerkannt schönsten Tapisserien Frankreichs handle. Sie waren im 15. Jahrhundert dem damaligen Erzbischof von Lyon, Charles de Bourbon, geschenkt worden. Die eingewobene Devise war die Devise jenes Kirchenfürsten. Sie war es, die mich beeindruckt hat, wobei die knappe altfranzösische Fassung ihre Aussagekraft noch steigerte. Dort stand sie in einer bandförmigen Zeile und in klarer Schrift: N'espoir, ne peur. Also, weder Hoffnung noch Furcht, beziehungsweise Angst. Zwar weiß ich nicht, was Sie dazu sagen oder wie Sie sie finden mögen, aber ich weiß, dass die souveräne Gleichmütigkeit und die herzensstarke Demut, die aus ihr sprechen, dass diese Haltung und dieses Gehaltensein eine der Voraussetzungen für das spielende Gelingen sind. Damit ist bereits gesagt, dass es mit dem Spielerischen nichts zu tun hat, es sei denn, man betrachte das Spielerische berechtigterweise als dessen negativen Pol. Davon wird nachher noch zu sprechen sein. Manche mögen meinen, es sei belanglos, ja sogar unnötig, dass das, was sie zu tun haben, ihnen spielend gelänge, denn es genüge vollauf, dass sie erreichten, was zu erreichen sie sich vornahmen. Ich bin anderer Ansicht. Um sie an einem extremen Beispiel zu erläutern, bloße zielstrebige Absicht kann gewiss ein Ziel erlangen, kann es erzwingen. Aber nichts, das wir erzwangen, hat Bestand. Das Maß an Zwang, das wir aufwandten, fällt eines Tages auf uns selber zurück und vernichtet das Erreichte. Denn jeder Zwang stört die Ordnung der Dinge, die uns umgeben, stört die Beziehungen, die uns mit ihnen und den Mitmenschen verbinden. Die unverlässlichen Stützen des erzwungenen Gelingens sind Rücksichtslosigkeit und Ich-Verhärtung, die bis zur Ich-Übersteigerung ausarten kann. Das spielende Gelingen dagegen erwächst aus Rücksichtnahme und Ich-Überwindung. Das Erzwingen vergisst infolge seines blinden Eifers nach vorwärts all dessen, was es unaufgearbeitet in der Vergangenheit hinter sich liegen lässt. Aber gerade dies, was unbeachtet im Rücken liegt und sich der Sicht entzieht, sich aber der Umsicht nicht zu entziehen braucht, wird die derart erfolgreichen in dem Augenblick von rückwärts überfallen, da sie ihr Ziel erreichten und somit kein Vorwärts mehr hatten. Dann holt sie im erzwungen Gelungenen gewissermaßen die eigene Negativität ein, sodass ihr stürmischer Erfolg oder Sieg
als Davonlaufen sichtbar wird. An diesem Beispiel wird übrigens auch deutlich, in wie nah die Devise N'espoir, ne peur im heutigen Französisch würde sie unkonzentrierter ni espoir, ni peur lauten. Etwas mit dem spielenden Gelingen zu tun hat. Sehen wir ganz davon ab, dass sie eine menschliche Grundeinstellung zum Ausdruck bringt, die fundamental christlich und zugleich in Asien beheimatet ist. Dieser doppelte Gültigkeitsbereich war es auch, der mich, als ich sie las, so nachhaltig beeinflusste. So bleibt ein Wesensmerkmal bestehen. Keine Hoffnung, das besagt, kein vorgesetztes, vorgenommenes Ziel. Weil der Betreffende das Ziel im eigensten Wesen, also zutiefst in sich selber weiß und trägt. Keine Angst, das heißt Vertrauen, also Angstlosigkeit, die nur dem eignet, der in Übereinstimmung, im Eingeordnetsein, im Einklang mit den tieferen Zusammenhängen lebt, sodass er irgendeinem erhofften Ziele gar nicht nachzulaufen braucht, sodass er nicht erzwingen muss, was substanzmäßig in ihm selber ist. Erwachte Teilhabe an dem, was mehr ist als ein bloßes Ich. Doch dieses Eingeordnetsein nicht etwa zu erlangen, sondern zu verwirklichen, da es ja eine Grundgegebenheit und kein äußerlich zu erreichendes Ziel ist, bedarf vieler Mühe. Dies scheint ein Widerspruch, denn ein Merkmal des spielenden Gelingens ist die Mühelosigkeit. Aber diese Mühelosigkeit gewinnt man nur durch sehr viel Mühe und Arbeit. Denken Sie, meine Damen und Herren, an die Läufe in den Klavierkonzerten Mozarts. Es erfordert unablässlich übender Mühe, damit sich die Läufe aus bloßen Tonleitern in perlende, schwingende Melodie verwandeln, bis sie also wahrhaft spielend gelingen. Sie werden sagen, das seien alles Überlegungen, die möglicherweise einer freundlichen Erwägung wert wären. Die aber, um wirksam werden zu können, ins Leben zurück übersetzt werden müssen. Und sie haben, wenn sie so urteilen, leider recht. Die meisten von uns, wir schreiben oder Vorträge halten, zapfen der Wirklichkeit eigensprössige Quintessenzen ab und bieten sie dem Leser oder Hörer in dieser kondensierten Form an, ohne die erfahrungsmäßigen, ja alltäglichen und konkreten Ausgangspunkte überhaupt auch nur zu erwähnen. Der Weg hin zu der Quintessenz ist leicht. Schwer ist es, von ihr auf das alltägliche Gebaren und Erfahren zurückzuschließen. Die allgemeine Intellektualisierung hat diese Form der abstrakten Mitteilung, wie sie heute gang und gäbe ist, erleichtert, hat sie in den Stand einer anzustrebenden und erreichbaren Objektivierung erhoben. Eine, wie wir meinen, weitgehend falsche Einstellung gelehrtenhafter Art, sich über die Grundgegebenheiten des alltäglichen Lebens zu stellen, in deren Meisterung die Bewährung des Einzelnen liegt. Wir kommen dem Konkreten bereits näher, wenn wir sagen, Verzicht auf Hoffnung ist gleichbedeutend mit der Akzeptierung des Lebens, wie es von Stunde zu Stunde ist. Verzicht auf Hoffnung ist also volle Annahme des Alltags. Was in ihm verbesserungswert ist, das kann sich nur über die saubere Erfüllung,
über die geglückte Meisterung der sogenannten kleinen Aufgaben des Alltags vollziehen. Von dort wird es aus dem Kleinsten ins sogenannte Große weiter. Die Voraussetzung dafür ist freilich, dass nicht nur das Alltägliche gemeistert wird, sondern auch, wovon selten gesprochen oder nie gesprochen wird, das Allnächtliche. Der falsch gelebte Tag bringt die falsch gelebte Nacht. Was uns nicht spielen, sondern auf die falsche Weise gelangt, macht uns krank. Der fieberhaften Zielverfolgung, an welcher der Tag krank, folgt die Schlaflosigkeit der kranken Nacht. Und die schlechte Nacht bringt den schlechten Tag. Solche Nächte sind ein Teil der ruhelosen Dunkelheit im Rücken jener, die blind und rücksichtslos auf ein Ziel hin vorwärts eilen. Sie hetzen durchs Leben, ameisenmäßig betriebsam oder kalt berechnen den eigenen Vorteil wahr, durch welchen sie ihren Wünschen, Hoffnungen oder Zielen näher kommen. Dass hinter diesem Gebaren die Angst lauert, die dem Mangel an innerstem Vertrauen entspricht, wissen sie nicht. Genauso wenig wissen ja diejenigen, die allnächtlich den Schlaf nicht finden können, dass ihre Schlaflosigkeit Angst geworden ist. Sie ist, wie die Sucht nach Erfolg, Todesart. Schlaflosigkeit, die dann den Schlaf zu erzwingen sucht, ist Mangel an Vertrauen darauf, dass, schloss man erst einmal die Augen, man morgens nicht wieder erwachen kann. Und Erfolgssucht ist gleichermaßen Flucht vor dem Tode, wobei man hofft, den Tod mit dem erzwungenen Resultat übertölpeln zu können. Wenn hier von der Notwendigkeit gesprochen wird, dass uns spielend gelingen sollte, was wir selbst im Alltäglichsten zu tun haben, so geschieht es, weil dieser Hinweis zweckfrei ist, uns aber an alle die Verschüttungen erinnern kann, von denen unser innerstes Wesen überlagert worden ist, seitdem wir zwar die Ich-Findung geleistet haben, aber die Ich-Freiheit, nämlich die Selbstbefreiung aus dem Ich, nicht zu vollziehen vermochten. Und wenn hier von der hinderlichen Sucht gesprochen wird, so geschieht es, um darauf hinzuweisen, dass es nicht so sehr auf das Suchen ankomme, sondern auf das spielende Gelingen, das Finden. Jede Sucht sucht. Die Zeiten der Troubadours, das heißt, wörtlich übersetzt, die Zeiten der Finder, scheinen vorüber zu sein. In diesem Zusammenhang ist noch ein weiterer Hinweis nötig. Er betrifft die spielerische Form der Lebensmeisterung. Sie hat Gemeinsamkeiten mit der erzwingenden Form, die statt Einfühlung die aggressive Frontalhaltung zur Welt bevorzugt und damit die Welt ausschließlich als Gegenüber nimmt, obwohl die wirkliche Welt eine Welt ohne Gegenüber ist. Die spielerische Form und ihre zerstörende Wirkung lässt sich am Hasardeur und am Don Juan am deutlichsten aufweisen. Der Hasardeur will, wie er es nennt, spielend gewinnen. Das aber heißt für ihn, Mühe und verantwortungslos ans Ziel gelangen. Er ist dem Spiel verfallen, ist süchtig und angstgetrieben, hofft auf die große Chance, die das Schicksal ihm zuspielen soll. Er betrügt sich, da er vom Schicksal erwartet, was zu leisten er selber nicht fähig ist. Auch im Don Juan ist es die Sucht, die ihn treibt, und es ist seine Unfähigkeit zu lieben. Die sinnlos gehäuften flüchtigen Begegnungen dienen ja nur dazu, die Liebeswirklichkeit zu verneinen.
hinter der Tatsache, dass ihm die Verführung immer wieder gleichsam spielend gelingt, verbirgt sich angstgeborene Selbstzerstörung. Die Folgen des erzwungenen Gelingens, die bereits erwähnt wurden, werden hier überdeutlich. Die Handlungen nehmen zwanghaften Wiederholungscharakter an, werden damit sinnlos und enden in der Zerstörung. Beide, der Hasardeur und der Don Juan, sind die Negation des spielenden Gelingens. Sie betrügen sich um die Arbeit an sich selber, sind die verführten Verführer. Sie sind weder im Einklang mit sich selber noch mit der Welt. Aber nur demjenigen, der durch hartnäckige Arbeit dahin reift, dass er im Einklang steht mit dem, was er tut, der also nichts vergewaltigt noch erzwingt, der sich von dem verfälschenden Verstricktsein im eigenen Ich befreite, dem fallen die Dinge und Geschehnisse zu, weil er von ihnen weder getrennt noch mit ihnen verschmolzen ist. Denn er hat die Ich-Weltspannung aufgehoben und überwunden. Er hat den Subjekt-Objekt-Gegensatz, das Gegenübersein, in das Miteinander verwandelt. Gut ist es, wenn einem das schon im Leben gelingt, wenn es nicht erst vom Tode erzwungen werden muss.